Che dice adesso in parangioio? Onorevole, un minuto. Sì, grazie Presidente. Una moltitudine di cittadini europei continua a denunciare con lo strumento delle petizioni gravissime violazioni di quei diritti fondamentali che questa relazione si prefigge di tutelare più efficacemente in materia di interesse superiore del minore e responsabilità genitoriale. Le denunce in massima misura si concentrano su procedure, meccanismi e pratiche attuate in concreto dallo Jugendamt in Germania, ravvisandosi molteplici discriminazioni nei confronti di genitori non tedeschi. Persiste altresì allo stato attuale un'insufficiente disponibilità delle autorità tedesche preposte ad offrire piena ed autentica collaborazione. Finché su questa vicenda, che si trascina ormai da troppo tempo, non verrà fatta piena luce, la più rapida circolazione delle decisioni giudiziarie che si intende ottenere con questo provvedimento produrrà una semplice conseguenza: aggravare intollerabili ingiustizie che, al contrario, andrebbero combattute, iniziando a intensificare i controlli e verifiche puntuali negli Stati membri sulle condotte delle autorità competenti in materia di responsabilità genitoriale e garanzia effettiva del benessere dei minori coinvolti. Eleonora Evi, che dice adesso in parangioio. Für eine Minute erhält Frau Ewi das Wort. Sì, grazie. Danke, Frau Präsidentin. Viele europäische Bürger klagen weiter über das Instrument der Petitionen schwerwiegende Verletzungen der Grundrechte an. Dieser Bericht will hier mehr Schutz schaffen für Minderjährige und auch in Sachen elterliche Sorgerecht. Das muss man dann aber auch in konkrete Maßnahmen umsetzen. Wir wissen, dass es in Deutschland zum Beispiel viele Diskriminierungen gibt gegen Eltern, die nicht deutscher Staatsangehörigkeit sind. Die deutschen Behörden müssen besser mit anderen zusammenarbeiten. Es gibt da viele Fälle, die schon seit langem sich dahin ziehen und man will ja nun mit dieser Regelung ein schnelleres Vorgehen der Gerichte erzielen, das dann auch Ungleichbehandlung ausräumen soll. Insofern muss man dann auch die Kontrollen verstärken in den Mitgliedstaaten, Kontrollen der zuständigen Stellen, die zuständig sind für das elterliche Sorgerecht, dies um Minderjährige besser zu schützen. Das Wort